Hallo, ich bin die Anja. Und ich bin die Marie. Und wir zwei sind zwei Hebammen aus Heidelberg und die Gesichter hinter Hallo Hebamme. Und wir wollen euch heute etwas mehr über die sogenannte Michaelis-Raute erzählen, wo man die denn eigentlich findet, wie man die untersucht und warum wir die eigentlich untersuchen. Und genau darum geht es hier in diesem Video. Doch woher bekommt eigentlich der Begriff Michaelis-Raute ganz genau? Dieser stammt von dem Arzt und Geburtshelfer Gustav Adolf Michaelis. Er hat sich damals tatsächlich mit vielen Studien befasst zum Thema weiblichen Becken und weiblichen Körper und hat hier tatsächlich Grundlagen gelegt. Doch was sagt die Michaelis-Raute denn nun eigentlich genau aus? Anhand dieser Michaelis-Raute können wir Hebammen oder generell Geburtshelfer beurteilen, wie die Form des Beckens einer Frau ist und ob eventuelle Anomalien, das heißt Abweichungen von der normalen Form vorliegen, die zum Beispiel ein Geburtshindernis oder auch ein Problem während der Geburt darstellen können. Und wie das jetzt genau geht und wie wir diese diagnostizieren und vor allen Dingen wo in welchem Bereich der Frau, das zeigen wir euch jetzt. Diese befindet sich am unteren Rücken der Frau und verläuft an den hinteren zwei Beckendornen, die manchmal links und rechts als Lendengrübchen zu erkennen sind. Weiter nach oben, zwischen den dritten und vierten Lendendorn und nach unten bis zum letzten Steißwirbel. Bei normal geformten Becken, wie das bei Marie hier gerade eben der Fall war, dann entspricht die Michaelis-Raute einem auf den Kopf gestellten Quadrat oder eben auch Raute. Und ja, da war hier gerade alles in Ordnung, wie ihr gerade gesehen habt. Es gibt natürlich aber auch Abweichungen dieser Raute. Diese findet ihr auf unserem Instagram-Kanal. Wenn ihr noch mehr darüber erfahren möchtet, haben wir hier verschiedene Abweichungen dieser Raute einmal vorgestellt und gezeigt und auch nochmal aufgeführt, warum das vielleicht der Fall sein kann. Also wenn ihr möchtet, schaut da gerne einmal vorbei. Ihr erkennt es auf jeden Fall an den Illustrationen. Und jetzt ganz wichtig natürlich noch unsere Frage zum Schluss. Wurde denn in eurer Schwangerschaft einmal nach der Michaelis-Raute geschaut? Denn tatsächlich wird das gar nicht mehr so häufig leider in der Schwangerschaft gemacht, obwohl es doch eigentlich eine ganz einfach durchzuführende Untersuchung in der Schwangerschaft ist. Deswegen kommentiert uns das doch gerne hier mal drunter und vergesst außerdem nicht, uns einen Daumen nach oben dazulassen, wenn euch das Video gefallen hat und abonniert unbedingt unseren Kanal, damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid, wenn ein neues Video kommt. Bis bald. Tschüss. Tschüss, macht's gut.